wir tendieren Richtung nächstem Spieltag in der Easy Credit BBL und das heißt natürlich, wir müssen erstmal den Pfiff der Woche nochmal auflösen für euch und dafür habe ich mir eine der pfeifenden Protagonistinnen zur Hand geholt und hier ist Anne Panther für euch. Grüß dich, Anne. Hallo. Anne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben eine Szene aus dem Spiel, die du sogar selbst gepfiffen hast. Du standest einen Meter daneben und deswegen wollen wir auch direkt reingucken. Es geht um diese Szene zwischen Bonn und Berlin und um den Pick von Johannes Thiemann. Erstmal gibt es diese Situation mit Horold Frey, wo er den Block nochmal stellt, dann hinfällt. Warum ist das aus deiner Sicht kein Foul gewesen? Also ich kann ehrlich sagen, im Spiel habe ich nichts gesehen. Ne? Es gibt ja auch Situationen, wo wir Schiedsrichter einfach manchmal so stehen, dass wir genau straight line sind. Und ich habe nur mitgekriegt, wie Johannes auf einmal wegrutscht quasi und hinfällt. So, und habe mich natürlich gefragt, was ist. Es gab dann einen kurzen Blickkontakt mit meiner Kollegin auch. Wir haben auch drüber gesprochen. Und sie sagte, für sie kein Foul, kein Problem. Und auch im Video sage ich immer noch, kein Foul. Es gibt zwar einen Kontakt zwischen beiden, aber... letztendlich final muss man auch sagen, weil ja auch so ein bisschen im Raum stand, ist das jetzt Faking von Johannes, ne? Als er da zu Boden geht. Man sieht aber letztendlich unten, dass er auch wegrutscht mit dem Fuß. Ja, ja. Und deshalb ist es einfach, es ist letztendlich ein No-Call, diese erste Szene. Dann war es aber so, dass ich natürlich mitgekriegt habe, wie er aufspringt und dass da ein bisschen Emotionen drin waren und dass er dann doch sehr deutlich seinen Screen setzen wollte und seinen Unmut damit auch so ein bisschen kundgetan hat. Also letztendlich, warum ich so entschieden habe, man sieht ja auch, ich entscheide erst auf Offensivfoul, also Screen, rekapituliere die Szene nochmal und für mich ist es überhart gewesen. Also man sieht es sehr schön aus der Unterkorbkamera, die Slow-Mo gibt es auch noch, dass er quasi mit der Schulter voran und Ellenbogen voran in ihn reingeht, bewusst mit einer doch stärkeren Härte, ja, und das obliegt dann den Schiedsrichtern eben, da gibt es eins der Kriterien, eins der vier ist eben überhart und das ist eine überharte Aktion, man sieht am Ende auch, wie der Ellenbogen deutlich rausgeht. Genau. Und entsprechend habe ich hier auf unsportliches Foul entschieden und ja. Ich glaube, jeder, der schon mal Basketball gespielt hat und der diese Wut in sich hatte, wie Johannes Thiemann, der kann das nachempfinden, dass man dann ein Stückchen härter in den Pick reingeht, um den Gegner da zu treffen. Entsprechend geht für mich auch dieses unsportliche Foul dann in Ordnung. Einfache Erklärung für eine schwierige Situation. Danke, Anne, auf jeden Fall schon mal. Und sehr gerne. Wir haben dann die nächste Szene nach dem kommenden BBL-Spieltag. Da freuen wir uns auch schon drauf. Wenn ihr irgendwas entdeckt, schickt uns das gerne durch. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder mit dem Pfiff der Woche. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.